da sind wir bei einer weitere Fanmission. The Scholar's Hand, also die Hand des Gelehrten. Neue Fanmission, brandneu. Ich habe ein bisschen Zeit verballert. Ich weiß, ihr habt es ein bisschen vermisst, die Mission endlich mal zu spielen. Viele haben es, glaube ich, schon gemacht, aber ich glaube, ich werde trotzdem meinen Spaß damit haben. Ist übrigens wieder von meinen Lieblingsautoren, Nicket, der die Mission gemacht hat. Da bin ich wieder sehr gespannt, was er wieder für neue Sachen eingebaut hat. Vielleicht ist es aber auch irgendwas Standardmäßiges, was vielleicht schon mal kennt und einfach nur eine neue Map. Was müssen wir tun? Wir müssen uns in die Berge machen, also das Gebirge. Make your way up to the mountain, to the great library of Banachtal. Ich glaube, so wird es ausgesprochen. And steal the Scholar's hand from under the nose of Lord Arben. Okay, also wir sollen, ich gehe mal davon aus, dass es ein Buch ist. Weil, ich denke mal, Bibliothek und Gelehrten und, ne, das wird irgendwas mit einem Buch zu tun haben. Müssen wir wahrscheinlich mopsen, müssen wir direkt mopsen. Lord Arben's man will not dare venture into the nameless ruins east of the library. When you have climbed your prize, escape into the mountains to the ruins. Ich habe so das Gefühl, da kommt noch mehr auf uns zu. Gucken wir mal, was der Schwierigkeitsgrad sagt. Hart ist nichts Neues, Experte ist nichts Neues. Ich glaube sehr stark, dass da noch was dazu kommt. Ich glaube nicht, dass das nur dabei die beiden Sachen bleibt. Wenn, dann passiert am Anfang nicht viel. Erst wenn wir in die Ruinen kommen und darüber escapen sollen, kommt vielleicht neue Sachen dazu. Oder das Buch gibt es gar nicht. Man weiß ja nicht. Schauen wir mal. Ist übrigens eine Steve-Gold-Mission. Wir haben 1058 Gold. Ich finde das übrigens interessant, dass man das Startgeld dann so einbaut, dass man nur bestimmte Sachen spezifisch machen kann. Sparker. Er klickt jetzt generate short lived. But very not sparks. Use anything flammable. Ah, und wir haben Ölflask. A bottle of flammable oil. Choose a creature. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde mir vielleicht doch die Dinger mal holen. Einfach so, um zu testen. Ich glaube nicht, dass wir sie verwenden werden. Was ist das? Was ist denn das? Hespit Hive? A magical sealed hive of stinging insects. Okay, also damit können wir wahrscheinlich einen Insektenschwarm beschwören. Seed of Fragendy. A pulsing organic seed infused with pagan magic. Cause spontaneous plant life. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Impact Grenade? That you didn't expect upon impact? Wisst ihr, was wir machen? Wir testen einfach mal die neuen Sachen aus. Und danach gehen wir nochmal in den Shop rein, weil ich nicht weiß, was ich davon alles verwenden werde. Weil ich habe nicht sehr viele Sachen, die wir sonst brauchen. Also nicht genug Seilpfeile, nicht genug Wasserpfeile. Und wenn ich jetzt, sag ich mal, von jedem davon was kaufe, haben wir noch 1030. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob das reicht, weil ich weiß nicht, ob den Rest benutzen werde. Ich will einfach sie mal austesten. Ein Eindringling! Halt! Halt! Verdammt! Scheiße! Verdammt, jetzt bin ich gestorben. Warte mal. Was ist denn da los? Warte mal, ich wollte die Dinger mal ausprobieren. Also nochmal. Die da, das da, das da, das da. So, jetzt gehen wir aber nochmal. Also, wir haben die Bombe. Mal sehen, was die macht. Ist das ein Flash? Ist das einfach eine Flashbomb? Impact Grenade? Und Insektenschwarm. So, und jetzt natürlich das Öl. Haben wir noch einen Gegner? Okay, das ist dann. Das ist wie Remos. Pass gut auf. Alter, wie. Alter, oh! Wie geil ist das denn? Und das ist, ja, diese komische Pflanze. Funktioniert die hier direkt auf dem Boden? Oh! Oh Gott! Was ist das denn? Was? Was passiert hier? Der Kommandant erwähnte, ist hier.
Simos, okay. Simos. Komm zurück, elender Feigling! Oh, ich kann es nicht anzünden, schade. Aber hier ist irgendwie ein Mord passiert. Und damit beginnt das Ganze. Aha, und das ist unsere Karte. Das ist die Great Library. Wir befinden uns hier unten. Und es geht anscheinend noch tiefer, weil wir konnten ja direkt runterspringen. Und wir müssen sozusagen... Oh, Moment. Kopfhörer gerade rumgeschmissen. Wir müssen wahrscheinlich unseren Weg nach oben bahnen. Ja, Ziel ändert sich nicht viel. Und da sind sogar Brandflecken hier. Sogar Brandflecken entstanden. Oh Gott. Okay, gut. Jetzt aber wirklich Neustart. Das war ja nur zu demonstrieren, was die da Sachen können. An sich eigentlich eine coole Idee. Also ich werde auf jeden Fall davon eine mitnehmen. Vielleicht brauche ich sie ja wirklich. Ich glaube, wir verzichten auf Moosfeile und nehmen einfach die Seeds mit. Ich denke mal, die könnten sehr nützlich sein. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Seilpfeil. Wasserpfeile werde ich nehmen. Ach nee, ich habe vorhin eine Flashbomb geworfen anstatt die Impact Grenade. Die Impact Grenade ist im Grunde eigentlich nur eine Feuerpfeil, aber noch ein bisschen krasser. Brauchen wir nicht unbedingt. Wie viel kosten die? 190. Wie bin ich denn jetzt auf die 175 gekommen? Hä? 100, 150? 190? Ich habe doch 1850 gehabt. Wie komme ich auf 75? Warte mal. Warte mal, die Wasserpfeile kosten 70. Die Wasserpfeile kommen 70 kostet die jetzt. Ah, das, die hat die Preise verändert. Die kosten aber komisch 125. Deswegen kam ich auf so eine komische Zahl. Der kostet 190. Und die Seilpfeile kosten 225. Dann machen wir so, dann haben wir genau 1000. Das ist sehr interessant, wie man hier die Mission anfangen kann. Aber ich weiß nicht, ob der mal was bringt. Was können Insekten auch machen, noch machen? Also sie verschwinden nach einer Zeit. Okay. Aber ansonsten... Nehme ich mal zwei davon mit. Ich weiß nicht, ob sie mir sonst noch was bringt. 190. Weil das ist echt praktisch, wenn ich mal wirklich ein großes Areal mit Fliesen habe und da durch will. Dann kann ich hier ganz viel Gras legen. Und das bleibt ja liegen, das verschwindet ja nicht. Die Insekten hingegen können verschwinden. Und ich will ja nicht unbedingt einen Mord machen. Also gehen wir natürlich auf Wasserpfeile weiterhin. Das ja, damit könnte ich, wie gesagt, Sachen anzünden, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Okay, ich habe noch 20. Heal Potion kostet... Oh, Verzeihung. Heal Potion kostet 200. Der kostet aber dafür nur 280. Der Fire Arrow. 160 kostet nur der Wasser... Weihwasser. Ja, 300 halt die Impact Grenade. Aber du kriegst auch gleich 4 Stück auf einmal. Wir haben ja zweimal 2 Seeds haben wir bekommen, oder? Ist das die Anzahl, die hier auch in Masse gekauft wird? Ach, deswegen, weil wir 10 Wasserpfeile gekauft haben, aber sind jeweils 2. Also, wir haben 10 Stück damit gekauft. Es ist ja wirklich interessant, dass man halt mehr auf einmal kaufen kann. Hier kriege ich gleich 3 Stück. Oder vergucke ich mich da mit den Zahlen? Nee, ich denke mal, man kriegt dann genauso viele. Vor allem Moosheiler holt 10 Stück. 10 Moos... Ach nee, halt, die sind auf Vorrat. Ich bin doof. Quatsch. Ich habe Blödsinn erzählt. Das ist das, was auf Vorrat ist. Ich war jetzt komplett lost. Egal. Genug gequatscht. Wir gehen jetzt in-game. Wir gehen jetzt rein in die Mission. Also ich will jetzt unbedingt Progress. Da kann ich nicht durch. Aber da kann ich rein. Gut, dass wir jetzt hier reingejumpt sind. Ich mache hier auch einen Hard Save. Ich denke mal, wir können da vorne, genau, da können wir auch den nächsten Raum wechseln. Wie gesagt, wir beginnen jetzt in ein Inn, wo der erste Mord passiert ist. Hier treibt Scheiße.
Okay, ich glaube nicht, ich habe nicht so die Chance, hier heil durchzukommen. Noch ein Breitkopfpfeil. Das kann ich ausmachen oder... Nee, so richtig ausmachen kann ich es nicht. Scheiße. Tretet hervor und kämpft! Oh Gott. Also ich habe gesehen, es gibt ja noch... Bei meinem Fenster wäre eine Möglichkeit rauszukommen, aber... Dafür gleich ein Seifer opfern. Ich würde, wie gesagt, gerne wissen, was es hier noch gibt. Sehe euch, wenn ich euch finde. Mach nur ein winziges Geräusch. Okay, die sind jetzt da drinne. Ich will kein Brot. Tut mir halt Brett. Scheiße. Verdammt, hat er mich erschreckt, ey. Oh mein Gott, Herz Kasper. Fenster kann ich nicht öffnen. Das Ding kann ich wieder dämmen. Wir müssen ja. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme, ey. Ich habe auch keine Karte zu dem Haus. Das heißt, ich weiß nicht, wie das aufgebaut ist. Oh shit. Dieb! Müsste. Raus, wenn ihr euch traut! Soll ich euch etwa aufgeben? Hey! Ihr da! Dir wird das Lachen vergehen, wenn meine Brüder kommen! Verstecken! Okay, okay. Oh, oh. Den Käse mitgenommen. Oh. Oh, die sind verdammt schnell. Der ist für dein Herz. Ah! Scheiße! Okay, okay. Jetzt weiß ich, was mich da erwartet. Die Sache ist nur, wir können von hier aus nicht weg. Wir können von hier aus nicht weg. Wir müssen eigentlich wieder zum Anfang zurück. Wir sind quasi hier oben wie, ja, eingefercht. Oh, scheiße, geh da raus! Okay. So, jetzt sind wir wieder an mein Zimmer. Wir könnten versuchen, hier rauszugehen. Aber die Chance ist halt sehr gering, dass wir das überleben. Warte mal, wir haben ja Thief 1. Moment. Oh Gott. Hey, ich lebe noch. Huh. Okay. Sieht schon geil aus. Oh, scheiße. Der geht auch noch nicht raus. Elender Typ. Scheiße, bin ich wieder hier. Nein! Jetzt reicht's aber. Ich habe schon wieder eine Weile nicht mehr Steve gespielt. Man merkt das. Jetzt habe ich nur noch ein Schild gehabt. Warum habe ich das gerade... Ich habe es vorhin so schön hingekriegt. Da, jetzt habe ich wieder Schaden genommen. Und hat's geklappt. Nein! Na gut, ich kann ins Wasser springen, aber das hört man, oder? Wow. Okay. Es wäre lustig, wenn da jetzt was versteckt gewesen wäre. Hier scheint sonst nichts weiteres zu sein. Okay, der Typ kommt ja hier gleich raus, wa? Dann können wir durch das Gebäude gehen. Vielleicht ist das auch so der Weg, der so angedacht war. Statt durch die Massen an Gegnern. Finde ich ein bisschen schade eigentlich, dass die... Was ist mit dir jetzt los? Dass die Linearität dadurch eingebaut wird. Aber ansonsten...
eigentlich ganz cool, dass man halt so, du musst jetzt die Flucht nehmen. Jetzt ist die Frage, warum ist da jemand oben gestorben? Noch ein bisschen Ausrüstung. Ach so, der guckt hin und her. Nichts mehr. Ich hab nochmal kurz einen Screenshot gemacht, fand das halt cool. Frage ist jetzt, wo geht's denn hier raus? Ist das die Vordertür jetzt sozusagen? Oh Gott. Oder die Fackel sieht ein bisschen krasser aus. Das scheint das Gebäude zu sein, wo ich gerade herumschlawinere. So, und das ist jetzt die hintere Seite. Und das haben wir ja gesehen. Mit dem Fenster. Ich bin aber noch nicht so richtig zufrieden. Ich weiß nämlich nicht, was noch da... Oben ist ja noch ein Käse. Den würde ich natürlich hier rausholen. Aber hier ist der Weg, dann hochzukommen. Quasi, das sind jetzt hier die Wege nach oben. Bis zu dieser Library. Scheint auch nicht eine riesige Map zu sein. Aber gut, ich sag mal nichts dazu. Achso, hier mache ich einen Hard Save. Denn ich will noch mal ins Haus rein. Oh mein Gott, was ist hier passiert? Ist dort jemand? Da ist nichts mehr. Was ist denn hier passiert? Warum sind die alle tot? So, das ist die obere Etage. Nee, da waren wir, da sind wir gestorben, glaube ich, da oben, oder? Weil ich glaube, es geht noch höher. Weil hier unten waren wir noch nicht. Da hier unten ist sozusagen die Taverne. Mich irritiert nur halt, dass die sofort durchdrehen und sagen, was ist denn hier los? Und bla bla bla, Mord und... Dass das registriert wird. Sir, was habe ich da nur gesehen? Ich hätte die Tür zumachen sollen. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier überhaupt noch was finden werden. Aber, na gut, der Lootball, würde ich sagen, Lootball. Ach, jetzt sind wir hier, an der Stelle. Hallo? Irgendjemand da? War wohl nur der Wind. Was ist das? Hier unten ist nichts. Ich glaube, ich habe was gesehen. Nein, da drüben. Nichts Besonderes mehr da. Irgendwas gehört? Hier ist eine Nachricht. Wanted, Garrett, numerous charge of thief and related crimes. He was... Ahahaha, dead or alive. Moment. Haben die jetzt die Leute umgebracht, um mich zu fangen? Also ich fühle mich natürlich geschmeichelt, aber andererseits ist schon ein bisschen übertrieben. Nichts mehr zu sehen. Der läuft jetzt hier die Korridore nur hin und her. Hey, was war das für ein Geräusch? Das ist die Stelle, wo der Käse ist. Ich höre nichts Besonderes mehr. War wohl nichts. Eine Möglichkeit wäre, an ihn vorbeizukommen. Was ist das? Wer da? Hallo? Ist da jemand? Nichts mehr zu sehen. Aber der Weg wäre wirklich sehr schwer, hier durchzukommen. Ja, ja, die wurden brutal umgebracht. Okay, das ist noch... Ich dachte, das wäre noch ein Zugang oder sowas. Ich versuche mal an den Bogenschützen vorbeizukommen, wenigstens den Käse zu holen. Weil der guckt nicht so... Also ich glaube, der sieht mich nicht. Wer macht denn hier solchen Lärm? Hier ist auch noch Loot. Hier ist noch ein Eintrag. Sir Elwander. So, und das Man. A man's servant. Empty. Get through your
AM Talbot. Ich stehe nicht drin. Achso, ich bin der Talbot. Das reizt die Nerven. Alles ruhig. Ja, gab ja auch nur 5 Zimmer. Was war das für ein Geräusch? Und hier oben sind jetzt die. Da scheint nichts mehr zu sein. Die Typis. So, jetzt holen wir uns den Käse. Ich höre nichts Besonderes mehr. War wohl nichts. Die Mission fängt sehr interessant an. Gleich mit so einem Angriff auf mich. War da eben etwas? So. Alles ruhig. Waren voll Ratten. Ich könnte noch direkt hier runterspringen. Aber ich nehme einfach den Treppenweg wieder. Okay, vielleicht sollten wir doch runterspringen. Ich glaube, die Chance, dass... Was ist das? Wer da? Dass wir da nochmal so leicht runterkommen, ist, glaube ich, kriegen. Warte mal, was ist denn da hinten? Hallo? Irgendjemand da? Nur ein Fass? Hier ist wohl nichts. Das ist der Bogenschütze. Warum ist die Tür wieder offen? So, hier haben wir schon mal das erste wichtigste Item, haben wir uns schon mal gekrallt. Na. Wer ist da? Ist da jemand? Scheiße. Kein Geräusch weit und breit. Neuer Try. Was war das für ein Geräusch? Das war bestimmt eine Ratte. Okay, wir sind jetzt draußen. Wir müssen jetzt versuchen, darüber zu kommen. Ah nee, halt, wir können einfach den Weg hier hochnehmen. Weil da geht's nur weiter nach unten. Da gibt's keinen Weg. Sehr interessante Art hier wieder, wie das hier alles aussieht. So, vor allem so nicht mal in der Nacht, sondern am Abend. Abenddämmerung, Morgendämmerung, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Oh nein, die Hammeriten. Alles ist so richtig nach. Das fühlt sich so richtig nach Steve 1 an. Besonders nach Steve Gold. Das ist doch sehr einladend hier. Okay, ach so, ich wollte gerade wieder zoomen. Ich bin zu sehr Steve 2 gerade gewohnt. Keine Leute? Wir sind jetzt hier. In dem Gebäude. Das hat eine Art, vielleicht eine Mine oder ein Bergwerk oder sowas. Ich komme auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall der Weg, wo ich nicht mehr zurückkomme. Weil wenn ich jetzt hier runtersteige, komme ich nicht nochmal hier rauf. Oder? Nee. Ach, natürlich. Ach, natürlich. Was ist denn das? Shiny Fabis? Ich kann es verwenden, auf jeden Fall. Diese blöden Zombies. Wo willst du hin, Junge? Aber nicht zu mir. Ich hoffe, dass ich mit dem Schalter die Tür wieder aufmachen kann. Jo. Also ein Weg zurück ist doch noch gesichert. Sehr schön. Okay, der läuft da hinten lang. Wir folgen dem Typen mal im Rot. Es scheint ein Kloster zu sein. Okay, ich wollte nicht stören. Wir könnten auch einfach hier hoch. Einfach mal die Sachen nutzen, die wir haben. Ist das? Shit. Und dann ist der aufgewacht?
noch weiter. Oh, hier geht's noch höher. Das ist ganz schön atmosphärisch gerade. Schön aufpassen, dass ich nicht in neue weiteren Zombies reinrenne. Hier sind nur Körperteile. Ich habe das Gefühl, dass da oben an der Glocke irgendwas ist, aber es ist einfach nur ein Glockenturm. Oh Gott, der läuft sogar da lang. Okay, hier kommen wir in so eine Art Treppenhaus. Oh, scheiße. Ich glaube, in diesem Treppenhaus kommen wir auf einen leichteren Weg. Wir nehmen einfach den Weg hier unten. Wie ich es vorhergesagt habe. Okay, ich dachte, keine Relikte oder sowas. Aber das ist ja nicht mal der... Das ist ja noch der Anfang meiner Reise, also... In welche Form kümmert mich das Ganze hier? Okay, da wurden mal wieder die Hammeriten überrannt vom Zombie-Mans. Hey, Tür zu bitte. Aber wisst ihr, was mir hier fehlen? Hammeriten. Ich habe nur einen Priester gesehen bisher. Na gut, die anderen Zombies könnten noch normale. Könnten Novizen sein, können Hammeriten sein. Oben ist ein paar... Es fehlen viel zu... Als wären die irgendwie alle entführt worden. Da geht's raus. Okay. Wo geht's hier hin? Eine Doppeltüre? Buch. Okay, das ist nicht lang. This may be the last entry in the record. For few now remain to rock the mines. Okay, es sind doch Minen, die ich gesagt habe. And Lord Arbens. Oh, der hat damit zu tun. Grip Tidets Daily. Now the wretched man sends his base basest sack to oversee the operations. He does all he can to shut down the mine entirely. Till now acting without open hose. If you're the hemorrhoids, use another don't stop. Okay. Anscheinend sind die doch nicht so verbundet. So, der läuft nur hier außen rum, wa? Okay, es muss ja noch einen Weg geben, wie es weitergeht. So, wo geht's hier hin? Ist das der Friedhof? Oh, nee, das sind die Minen. Die Sache ist, wir kommen auf die... Wir sind quasi hier fest. Wir kommen hier nicht weg. Aber über die Minen können wir hier hoch. Wo steht da? Church? Soll es Church heißen? Wahrscheinlich. Keep. Und hier sind die Ruins. Das ist mein Fluchtweg. Es ist interessant, wie das Ganze sich aufbaut. Also wir müssen jetzt in die Minen. Ich will aber jetzt noch mal ganz kurz gucken, wo es die Treppe nach oben geht. Was da auf mich lauert. Oh scheiße, jetzt hat er mich gesehen. Da liegt auch noch ein Zombie-Man davor. Jetzt mit einer Art Untergrund. Küche. Also ich gehe stark davon aus, in den Minen geht's weiter. In den Minen geht's weiter und hier wird wahrscheinlich nicht mehr so viel sein. Geht's hier wieder hoch, okay. Ach, guck mal, wo wir sind. Das ist der Weg gewesen, den ich gesehen habe.
quasi da, wo wir reingekommen sind. Kommt er wieder raus? Ja. Okay, dann warten wir hier. Okay, dann führt das hier nur so im Kreis. Es ist aber interessant, dass man das hier so ein bisschen erkunden kann. Was liegt da eigentlich? Nur Bettrollen. Okay. Ich finde es ein bisschen zu schade, diesen Ort einfach gehen zu lassen. Ich dachte, man kann hier noch ein bisschen was entdecken. Was ist das hier eigentlich? Okay, hier scheint es nach unten in noch eine Kanalisation zu gehen. Das könnte aber mit den Höhlen verbunden sein. Mehrere Wege. Wir waren aber noch nicht fertig, weil ich wollte noch... Ich wollte noch da hoch. Das ist Holz, ne? Jo. Shit. Der Baum sieht auch ganz schön spektakulär aus. Jetzt, wenn man ihn sich mal anguckt. Warte mal, hier kommen wir hoch. Habe ich gerade einen Hound gehört? Oh, scheiße, hier ist ein Hound. Oh, scheiße, der sieht mich auch. Hi. Ah! Ich kann nicht rüber. Wow! Wow! Ah! Der ist hier drauf! Geh weg! Au! Ich komm hier nicht! Wow! Doch! Wir sind hier, eine Church! Oh mein Gott! Okay. Okay, also es gibt auch diesen Weg hier auf an den Hound vorbei. Aber ich will jetzt gerne wissen, was gibt's in den Minen? Wir nehmen einfach den Weg jetzt hier. Was gibt es hier noch Schönes? Gibt es überhaupt mal eine Thief 1 Mission, wo es keine Untoten gibt? Ja, gibt's bestimmt, aber... Irgendwie gehören die immer dazu. Oh Gott. Ah, noch mehr Untote. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mein Herz. Hier ist mir sehr entschieden zu hell. Warte mal, da kann man was aktivieren. Ach, wir gehen schnell. Komm. Was ist das? Book Crusher. Oh mein Gott. Nicht Book Crusher. Doch. Nee, Rock Crusher. Okay, und wo kommt die raus, wenn die zercrushed werden? Also hier sind definitiv die Rocks. Oh, ich kann die sogar benutzen. Okay, Moment. Okay. Die werden einfach nur gecrushed und sind kaputt. Ach nee, warte mal. Okay, hat sich gelohnt. So ein Zombie da reinschmeißen. Ob da was Lustiges rauskommen würde? Oh, hier sind schon viele. Wo kommen denn die alle her? Piu, 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 piu. Piu, 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 piu. Aber theoretisch können die verbrennen? Warte mal, das will ich mal testen. Ich mal Anzünder. Hier. Piu, 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 piu. Es ist schon irgendwie geil. Also, schon allein dafür müsste ich schon die volle Punktzahl geben. Allein schon dafür. Mit dieser Idee von dieser neuen Sache.
Oh, ist jetzt... Ah, schade. Oh, das wäre so schön gewesen. Das wäre so schön gewesen, wenn man auch die Leichenteile zercrushen könnte. Aber es gibt hier viele... Oh, warte mal. Kann es sein, dass jetzt in den Felsen vielleicht noch mehr Zeug ist? Okay, Lump of Coal. Wenn ich noch mehr auf solche Felsen finde, kann ich da vielleicht noch mehr Loot rausholen. Hier scheint nichts mehr zu sein. Okay, da läuft da oben rum. Wir müssen aber auf jeden Fall nach oben. Oh Gott. Feuerfeuer und noch Nuggets. Was hatte ich da noch eingesammelt? Ich habe immer noch dieses Item. Was ist denn ein Pebble? Was habe ich noch bekommen? Eine Mine. Okay. Und noch einer. Yay! Einen ganzen Diamanten bekommen einfach. Es ist echt eine coole Idee. Also das ist wirklich eine geile Idee. Dass man hier die Minen ein bisschen nutzt, um an Loot zu kommen. Was kein Ziel ist. Was ich auch gut finde, wenn es kein Ziel ist. Okay, die sind alle nach da geschlürft. Also kommen sie von dort? Oh, es ist Holz. Meistens ist es eigentlich... Schlurf, schlurf. Ach, da hängt er. Der hängt fest. Ich traue mich nicht an den vorbei. Hier scheint sonst nichts oben zu sein. Der hängt im Boden fest. Scheiß Kiesboden. Also vielleicht ist es doch ganz gut, dass er festhängt. Ja, vielleicht die Patrouille hier ein bisschen zu schwer. Okay, Kies ist laut, aber nicht so laut. Also nicht wie so eine Fliese oder Metall, wo du sofort hörst. Aber Kies ist trotzdem laut. Also nur... Ach, müsste ich mal eine Skala machen, wie laut sowas ist. Kann man bestimmt auch irgendwo nachgucken. Okay, da sind wieder Knochis. Was hast du denn da? Noch ein Gold-Nugget für mich liegen gelassen. Das ist sehr nett. Hier geht's wieder weiter nach oben. Oh Gott. Oh. Jetzt haben wir schon so eine Grenade selber bekommen. Ich weiß nicht, ob wir sie überhaupt benötigen. Wir haben übrigens einen soliden Loot-Anfang. Also, falls es da ein Bonus-Ziel gibt, wäre es sind wir schon gut dabei. Je nachdem. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt 3000 Loot oder so sind. Upper Levels. Das klingt gut. Oh Gott. Und wir sind ja noch nicht mal in der Library. Scheiße, hat er mich gesehen? Weg hier. Panik. Noch ein Sci-Fi, das ist gut. Oh, hier scheint es nicht weiter zu gehen. Oh mein Gott. Ah, scheiße, ich komme hier nicht weg. Ist er noch da? Hallo. Da ist der Typ. Okay, der hat
sich dafür entschieden, nicht lang zu gehen. Noch so ein Ding. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich die einsetzen soll. Upper Levels. Hier geht's nach oben. In die Freiheit. Noch mehr Upper Levels. Hier aber mal hier lang. Okay, ich glaube, hier sind wir fast ganz oben. Okay, hier ist blockiert. Das ist die andere Seite, oder? Oder? Nee. Oh Gott, da unten ist eine Truhe, die würde ich gerne mitnehmen. Aber dieser kleine Typ da könnte uns ein Problem. Ist das das? Ist das die Mine, von der wir gesehen haben? Nee, das ist die Kirche. Wir sind quasi... hier. Wir sind quasi jetzt hier an dem Ausgang. Okay, also hier geht's zur Kirche. Ich will gerne wissen, was in der Truhe ist. Warte mal, checken mal, was in der Truhe ist. Oh, es hat nicht geklappt. Ich dachte, er steht nochmal auf. Oh, das wird so ein Ding. Der Priester hier drinne. Das ist ein riesiges Labyrinth, diese Mine. Aber irgendwas müssen noch diese Dinger sein. Die habe ich ja schon. Vielleicht brauche ich die später und dann, deswegen ist es ganz gut, dass ich sie jetzt schon gefunden habe. So, was ist das jetzt hier? Noch mehr Kirche. Okay. Noch mehrere Ausgänge. So liebe ich das aber auch. Oh, noch einer. Okay, ich dachte, die teilen sich auf jeden Fall den Platz. Das heißt, wir viermal solche Sachen zum Einsetzen. Wo auch immer sich sie einsetzen soll. Hier ist eine Nachricht. 16 Crates Coal, 1 Crate Misk Silver. Doch so eine Granate. Bist aber auch eine Granate. Okay. Mhm. Mhm. Ist das jetzt wieder... Warte mal. Ernsthaft? Man hätte einfach nur hier hochgehen müssen und dann ist man schon bei der Kirche. Ich dachte, das wäre voll das Abenteuer. Ich dachte, hier wäre was dazwischen oder so. Das heißt, man geht hier einfach nur straight hoch und dann ist man schon dort. Ich weiß, das sind bestimmt noch einiges, was man in der Mine sehen kann, aber ich will es gerne in die Kirche. Nächste Haltestelle quasi. Vielleicht muss ich ja in die Mine wieder zurück. Das ist die andere Seite von der Mine. Aha. Okay, scheint auch nur einen Eingang in die Kirche zu geben. Oh, da oben ist einer. Okay, der bleibt aber nur stehen. Ich guck ganz kurz mal. Das Tor kann ich auf jeden Fall nicht öffnen. Oh, da oben ist auch noch was. Kann ich hier... Warte mal.
Scheiße. Das Klettern ist auch irgendwie anders, finde ich. Nein! Oh, ich habe keinen Schaden gekriegt, okay. Na! Ich weiß, es ist leider nicht gedacht, dass ich das mache, aber wenn man mir schon so eine Vorlage gibt. Ja! Ah, mein Gott, ich bin so super. Okay. Ich bleibe jetzt auch hier oben drauf. So, hier ist der Hound. Gucken wir kurz, gerade guckt. Okay, er guckt gerade nicht in meine Richtung. Die Sache ist, wir sind ja jetzt in der Kirche. Es muss also... aber ich sehe hier keine Möglichkeit hochzukommen. Hier nur so ein Bergwerk. Vielleicht muss man übers Bergwerk höher. Warte mal. Ich weiß nicht. Hier auch genauso. Boah, unter der Kirche scheint noch so eine Art Krypta zu sein. Ich weiß nicht, ob das relevant ist. Scheiße, jetzt guckt er noch in meine Richtung. Kniebeugen machen. Ah, jetzt stell dich doch wieder so hin, wie du vorher warst. Das wäre super. Kommt da einer? Ne, die sind unten. Die sind unten in der Kirche, oder? Soll ich es einfach tryen, wenn der gerade so guckt? Ich könnte auch versuchen, einfach hier reinzugehen. Gott, der sieht mich, oder? Ach, jetzt drehst du dich auf einmal anders um, du Arsch. Okay, was haben wir denn hier Feines? Hm. Ist das ein Secret? Das hier sieht aus, als könnte man hier hochklettern. Quasi hier hoch, dann da hoch und dann darüber. Oh, das scheint die Library zu sein. Okay, jetzt gehen wir aber wirklich in die Kirche rein. Und ich verletze mich. Ich bin sehr verletzlich. Aha, und hier ist die Krypta, wie ich mir dachte. Warte mal, hier liegt Wasser. Es fehlt nur noch Weihwasser. Aber es ist die Mission sehr zombie-lastig. Sehr untotenlastig in dem Fall. Aber bis jetzt bleibt es bei Hounds und Zombies und keine Geister. Oh. Was ist das denn hier? Eine Ebene tiefer. Ui. Ui. Okay. Was steht denn da? Ah ne, hier steht ja nichts. Da geht's noch tiefer rein. Aber wohin? Wohin tiefer? Ah, hier ist das. Noch mehr Zombies. Okay, okay, okay. Das ist hier eine Art Mausoleum. Jetzt noch tiefer nach unten. Nur, wir müssen ja nach oben gehen. Was bringt es uns, tiefer im Mausoleum rumzuwuseln? Also okay, ja, die Abenteuerlust und so. Und den Loot. Das Problem ist nur, bei solchen Gräbern hast du öfters Fallen. Oh Gott! Ich hab dich gar nicht gesehen. Stellt er sich auch wieder hin? Das hier sieht nach der Falle aus.
Okay, es ist nichts passiert. Ach, das ist der andere Typ. Die Mission ist verblüffend neutral. Warte mal. Ach, ich dachte, der hätte was. Das ist ja auch lustig, ein Zombie, der einen Schlüssel oder sowas trägt. Also die ist sehr... Sie baut nicht so sehr auf Triggers auf. Du hast halt so viele Möglichkeiten, überall hinzukommen. So, hier oben ist ein Zombie. Ich will gerne wissen, wo der hingeht, wo was da ist. Ah ne, da waren wir ja schon, oder? Ach, hier oben. Ich dachte mir gerade, wer hat mich da gesehen? Shit. So, wie komme ich hier runter? Leiter? Ich wollte nur genau sicher gehen, ob das wirklich was zu sammeln ist. Und zum Tauschen. Oh, scheiße. Ach, dass der aufgestanden ist, ist eigentlich nicht so schön. Okay. Okay, ich habe es. Wenn das jetzt hier der Weg weiter ist, dann ist das ein bisschen schade, weil dann habe ich die Gruppe nicht genau angeguckt. Das ist doch wieder die Mine, oder? Eine Mine. Okay. Wir gehen einfach mal hier rein. Ich will mal gucken, wo das wieder hinführt. Zu viel Krach. Okay, hier kann ich abzweigen. Hier kann man sich auch schön in der Ecke verstecken. Warte mal, das könnte sein, dass wir da schon mal waren. Das könnte... Warte mal. Feuer. Mann, ich will doch noch mal kurz gucken, wo ich schon mal war. Komm, lass mich in Ruhe. Jo, hier waren wir schon mal. Das heißt, es gäbe auch hier einen Weg, in die Krypta zu kommen sogar. Also die sind ziemlich krass verbunden, die Orte. Guck mal, das war ganz unten in der Mine, wo der Schredder war. Okay, der stellt sich wieder hin. Meine Frage jetzt an der Stelle ist, ist das relevant hier zu sein? Oder ist es einfach nur einer der Wege, die man hätte gehen können? Weil für jemanden für mich, der hier alles erkundet, ist das furchtbar. Weil ich will ja dann alles sehen. So, wir gehen wieder nach oben. So, der läuft wieder seinen Wege. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Was ist das jetzt hier? Ah, natürlich. Noch mehr Zombies. Okay. Wieder so ein Ding. Wofür die noch da wichtig sind, frage ich mich. Oh, nicht, dass wir die hätten von Anfang an finden können. Quasi in Hammeriten-Dings. Was steht da? Hier lies Overseer Garus. Wie Garrett? Hier ist noch ein Zombie-Man. Okay, da läuft den Gang nur lang. Wer liegt hier? Brother Broadleg. Ah.
Terence. Wildbert. Oh shit. Ach, jetzt sind wir hier oben an der Stelle. Oh, da ist sogar Loot. Ich bin sogar rangekommen. Ja, wie soll man sonst da rankommen? Man hat ja hier kein Holz. Okay, wir versuchen mal hier, weil unser Glück. Du liegst noch rum, okay. Du hängst noch rum. Okay, geht's wieder nach unten. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Ich glaube, da waren wir schon mal drin, ne? Ah. Also loot-technisch sind wir 1,5. Hab extra nochmal geguckt. Ach, hier sind wir jetzt. Oder. Was war das? Ist das das mit den anderen Zombie? Ja, das ist dieser Ort. Okay, gut. Oh, es muss doch keinen weiteren Weg geben. Oder es ist wirklich alles nur zum Loot holen. Oh Gott. Ach, da kommt man auch nur wieder hier hin. So, und das hier führt mich auch nicht weiter, oder? Nee, sonst ist ja hier nichts. Also ich glaube, hier geht's nicht weiter. Sei denn, hier sind solche Punkte noch irgendwo versteckt. Ah! Okay. Ich glaube, wir müssen hier wieder raus. Und ich denke mal, später werden die bestimmt relevant sein. Warte mal, da ist auch noch ein Weg. Ach, das ist das hier, oder? Ja, wo wir runtergegangen sind. Okay, es muss also hier oben irgendwo noch einen Weg geben. Es muss also von der Kirche... Also wenn, dann gibt es hier irgendwie einen Aufstieg. Oder ich muss doch durch die Minen noch höher kommen irgendwie. Dach vielleicht? Wir müssen uns das Ganze mal genauer angucken. Oh, guck mal hier. Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür die Dinger sind, ganz ehrlich. Stell dir mal vor, hier wäre so ein Ding versteckt. Das wäre richtig fies. So, da oben ist die Library. Das ist das Gebäude selbst. Wo geht's hier hin? Noch höher? Standardmodus, boop! Ich glaube, hier geht es noch wieder zurück, oder? Jo, jetzt sind wir nämlich wieder hier. Okay. Okay, ich muss einen Weg. Es muss einen Weg geben, hier weiterzukommen.
Ich überlege gerade, wie ich nochmal, ob ich nochmal direkt aufs Dach gehe. Warte mal, gehen wir nochmal hier hinten lang. Weil da ist das, da geht es definitiv weiter. Warte mal, seht ihr das? Was ist, wenn man da hinten irgendwie hochkommt? Warte mal. Diese ganze Operation war... Ich weiß nicht wieso, aber es fühlt sich alles so ein bisschen unbefriedigend an, dass meine ganze Anstrengung gerade richtig für den Arsch sind. Nein! Warum? Ganz einfach. Es fühlt sich gerade so an, als würde es einfach einen leichten Weg geben. Und ich den die ganze Zeit einfach ignoriere. Kann ich hier hochklettern? Oh, das geht auch. Sehr schön. Das ist das nächste Seil. Und alles so drumherum ist so, ja, man findet da Loot und jeniges und alles toll und so. Aber irgendwie weiß ich auch nicht. Noch ein Feuerpfeil. Ist aber auch interessant, von hier aus bis da runter zu gucken, quasi wo wir hergekommen sind. Das ist es, die Library. Wir haben sie endlich gefunden. Und da hinten haben wir angefangen. Ja, wisst ihr, was ich meine? Es ist so... Unser Haupt... Wir haben unser Hauptziel ignoriert. Was ist das denn jetzt hier? Oh. Jetzt kommen ganz andere Gegner. Warte mal, hier könnten hier... Es sind bestimmt wieder mehrere Möglichkeiten. Ich gehe einfach jetzt mal diesen Weg. Den ersten auf gut Glück. Oh, ein Gefängnis. Oh nein, das läuft im Kreis. Wer ist da? Weh mir! Hast du etwas gesagt? Schlau ist, die Leute zu befreien. Oh, ich habe einen Zombie befreit. Oh mein Gott, was habe ich getan? Aber vielleicht sind das auch die einzigen Ziele. Weil überlegt mal. Warte, jetzt sind wir kartentechnisch hier. Keep. Da, nee, ich glaube, sie sind immer noch nicht in der Library angekommen. Aber das müsste zum Ganzen gehören. Ich habe ein bisschen Angst vor den Leuten, die ich befreit habe. Du wirst mir doch nichts tun, oder? Werter Herr. Warte mal. 44 Minuten schon an der Mission. Ich bin dein Freund, oder? Hey, da tut mir nichts. Okay, das habe ich nicht aufgemacht, die Zelle. Achso, die haben sich verteidigt. Okay, gut. Hier ist alles ein bisschen am Kämpfen. Okay, ich weiß nicht, ob es so schlau war, die freizulassen. Ich speichere jetzt einfach mal. Oh ja, hier wurden die Leute umgebracht. Oh shit. Jetzt hin!
Ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und dann will ich den Bogenschützen sofort los. Oh shit. Also gut, wo steckt der ist für dein Herz? Und oben gab es ja noch einen anderen Weg. Na schön, Witzbold. Ich. Hey, komm zurück! Wo steckst du? Oh shit. Okay, die machen da Action da unten. Du bist tot. Frag mich, wie weit die gekommen sind, die Leute. Auf jeden Fall ist es jetzt ruhiger hier. Hier ist noch der Hammer. Der Hammer. Oh, ich dachte, da steht einer. Okay, hier sind noch mehr Leute. Ein Fernglas. Okay, jetzt sind wir hinter den Grundmauern dieses Keeps. Es sieht wirklich krass aus. Pennt da einer? Nee, der ist tot. Ist der tot? Der ist tot. Das ist aber eine Wache. Okay, also hier sind schon Sachen passiert. Noch ein Bogenschütze. Ich muss auf der Hut sein. Jetzt sind die ja sozusagen ein bisschen getriggert. Durch die Gefangenen. Hä? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hä? Ist der irgendwie doof? Okay, der ist irgendwie kaputt. Okay, schön vorsichtig. Noch ein Bogenschütze. Ich glaube, der wurde bestimmt vor. Oh. Der wurde bestimmt vorhin sehr verletzt. Hat nur noch einen Lebenspunkt oder so. Oh scheiße, ich bin hier jetzt nicht safe. Okay, da guckt er noch raus. Das sind jetzt die Mauern. Ah, ich brauche keine Minen. Das ist auch cool hier. Die Außenmauer. So, und die Library wird wahrscheinlich da hinten bei dem Turm sein, oder? Weil noch höher geht's ja nicht. Also das kann ja nur noch dann das hier sein, das Gebäude. Und wir sind quasi jetzt erstmal an den Außenmauern. Oh, da ist sogar mit Tür. Und das A steht für Arden. Ein richtig großer Spielplatz hier. Viele Möglichkeiten habe ich nicht mehr. Halt! Oh shit! Ah, es war eine Sekunde zu langsam. Da drüben shit. Ist ein jetzt ist das Timing nicht mehr so gut. Okay, ich warte bis der Schwert. Ich weiß nicht, ob es der Schwertkämpfer war. Ich glaube, es kann der Schwertkämpfer gewesen sein, der hier lang läuft. Ach, halt die Fresse da draußen. Ich warte, bis der wieder dahinter läuft und da dann steht. Dann habe ich in der Zeit, kann ich dann da in dieses Zentrum. Ja, das ist der Schwertkämpfer.
Das waren dieselben, die mich auch tot sehen wollten. Hä? Was ist denn jetzt mit dir? Warte mal, kriegt der jetzt hier hinten? Ah. Ich sehe nichts mehr. Ich dachte, ich brauche. Das ist der Bogenschütze. Hier geht's nochmal. Oh Gott. Okay, wir gehen erst nach unten. Bevor wir uns den Rest antun. Okay, oh, das war knapp. Okay, ist das alles Fliese? Nee. Ich finde das cool, dass man halt das Licht hier ausmachen kann. Erstmal hier umsehen. Was ist das? Warte mal. Ich muss mir das mal durchlesen. Das sind alles so Artefakte. Kann ich mich hier irgendwo verstecken eigentlich? Ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Das ist natürlich ein Fake-Ei. Das Ding kann ich nicht mitnehmen. Okay. Nur um noch mehr Loot zu sammeln, bin ich jetzt natürlich nicht abgeneigt. Oh, der kommt wieder, oder? Und ist reger Verkehr, also. Warte mal, wir könnten aber mal das Licht hier löschen. Wir haben genug Wasserpfeile. Tretet hervor und lasst euch erkennen. Da ist doch wer. Oh shit. Hey, ist das nicht der Bogenschütze? Okay, jetzt sind wir auf einer Art Balkon, von dem wir auch aus hätten kommen können. Okay, also. Ja, wir können auch von hier aus. Ach, und da läuft jetzt die Wache lang. Und der Bogenschütze ist ja hier vorne. Hier geht's nur in den Kellerbereich. Ich hatte eigentlich gehofft. Ist das die Doppeltür? Hat er mich gesehen? Oh, er hat mich bemerkt. Der Bogenschütze ist ein bisschen nervig, dass der so kaputt ist. Okay, wir tryen das einfach mal hier reinzugehen. Das ist der Bogenschütze. Der rennt wieder weg. Oh shit. Und da kommt der Schwertkämpfer. Schlechtes Timing. Das beste Weg wäre eigentlich jetzt hier den Vordereingang zu nutzen. Steht er noch da? Nee. Tote hier. Das sind die Gefangenen. Die haben aber noch gegen die Bogenschützen und so gekämpft anscheinend. Ist das der Bogenschütze, der bei den Zombie vielleicht verloren hat? Einbrecher! Halt! Halt! Pass gut auf! Hier läuft ein Einbrecher herum. Ich hab ein fettes Problem. Wir haben einen Dieb hier! Wartet nur, wenn ich euch finde. Aua. Dann ist er wie ein Galopperlopp. Ein Galopperlopp ist der dann einfach mal hingehuscht. Ah, ich muss ja. Der scheiß Bogenschütze, der geht mir so auf den Kranz. Aber ich kann auch nichts gegen ihn machen. Ja doch, ich könnte sie umbringen, aber.
Naja, mein Ziel wird wahrscheinlich höher liegen. Aber, ich weiß nicht. Ich will das ganze Haus mal ein bisschen angucken. Ich will es mir mal angucken. Doch, halt die Fresse. Dieser dämliche Bogenschütze. Ein Dieb, Wachen. Oh nein, der dreht sich. Oh, ich dachte, der dreht sich um. Das ist der Saal, den Großnehme gesehen haben. So, und jetzt kann ich mich hier sowas verstecken. Jetzt ist wieder alles ruhig. Die Frage ist, ist davon mal irgendwas wert eigentlich? Was ist eigentlich hier? Das ist die Library. Okay. Warte mal, aber es geht doch noch höher. Was ist dann in den oberen Stockwerken? Oh, noch ein Schwertkämpfer. Warte mal, da hinten liegt was. Was steht denn da? Jopek, I have already made enough exceptions to allow you to perform experiments upon the hand. But I draw the line at reducing security. All four energy conditions must remain activated at all times when the hand is not physically in the care of you or your man. Okay, also es gibt ein Sicherheitssystem da für die Hand. Your men are complaining of the distance between the switches. This is good for any possible thief would need to make a similar distance journey before they could safely grab the hand. Okay, das nehmen wir mal mit. Das ist eigentlich keine schlechte Information. Okay, das ist hier der Eingang. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Okay, dann gehen wir in die Library. Einfach durch die Vordertüren. Okay, mal sehen, wie hier die Leute bewacht. Das Ganze. Oh shit. Okay, alles Fliese. Wer ist da vorn? Hä? Ein Affenmann? Hier ist ein bisschen so die Geschichte über das Teil. Geht's eigentlich hier hin? Okay, sind das jetzt diese Generatoren, die ich ausschalten muss? Ich hoffe, die sind nicht auf Zeit. Hier ist eine Waffe. Oh mein Gott. Könnte das vielleicht unser Weg zu den Ruinen sein? Oh nein, wurde ich entdeckt? Euch finde ich! Verflixt nochmal! Na doch. Verstecken ist meine einzige Möglichkeit. Okay, wir müssen... Es kann sein, dass die vielleicht... Weil ich das erste Energieding ausgemacht habe. Vielleicht deswegen.
Also den ersten Stromgenerator oder Magiegenerator. Ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll. Oh Gott. Oh shit. Tretet hervor und kämpft! Oh. Ich glaube, was ich jetzt hier gefunden habe, aber das hat mir, es rettet mir gerade den Arsch. Bin ich hier? Ist das auch noch im Minenbereich? Was ist das hier? Oh mein Gott. Die Schädel sind verdächtig. Warte mal, kann ich die rausnehmen? Die kann ich rausnehmen. Ich lasse die Schädel mal, wo sie sind. Oh Gott, überall Schädel. Das sind die Ruinen. Okay, dann weiß ich jetzt, wo der Weg zu den Ruinen ist. Das ist saugut. Das heißt, ich habe jetzt schon durch Zufall... Ich habe nur durch Zufall jetzt gerade die Ruinen gefunden. Das ist sehr gut. Also beim Treppenhaus in der Library ist der Weg zu den Ruinen. Okay, so, die haben sich wieder beruhigt, hoffe ich. Dann gehen wir mal. Ich frage mich, wer dieser Affenmann ist, den man da hört. Ich glaube, wir werden eh keine Wasserpfeile mehr brauchen. Ach, die Musik ist so cool hier. Ich sehe drei Strahle. Okay, das sind normale Toiletten hier wieder. Das scheint ein Schlafraum zu sein. Also einfach nur Dienerschaft. Ah, sie muss hier rein, oder? Ja. Aber bitte nicht in den Zimmer, oder? Bitte tut. Fick dich! Scheiße. Warte mal, kann ich die Katzen... Oh, ich kann die Katzen ausmachen. Hier, nur die Dienerschaft steht hier. Lucinda, your eyes are like beautiful. The devil's too cliché. Your face is a lighthouse at sea. You always light up my day. What? Your subibosom reminds. Just no. I have a rich aunt in Blackbrook. Maybe we could. No, sounds weird. Es ist so gut. Es ist gut. Diese typischen Liebesdinger. Und die Leute, die ein bisschen Kompliment zu geben. Aber Frauen sind doch mittlerweile schlau genug, um diese... Kann man das Schleimerei nennen? Um diese... Also Anmache, weiß ich ja nicht. Ja, obwohl doch Anmache. Anmache passt. Tretet hervor und lasst euch erkennen. Hab den mal reingelassen in die Kirche. So, das ist wieder das Treppenhaus, oder? Ne, das ist ein anderes Treppenhaus. Okay, wir schauen uns hier mal um. Oh Gott, sie folgt mir. Schnell hinter dem Pfeiler. Shit. Ey, Mädel, lass mich doch mal in Ruhe. Kevin, bist du's? Los hier. Tut mir leid, hier ist nichts mehr. Hier ist es richtig zugemacht worden.
Ich werde erstmal, wie gesagt, erstmal die unteren Stockwerke abgrasen, bevor ich höher gehe. Wir sollten wieder zurückgehen. Wer ist da? Hast du etwas gesagt? Kein Käse? Ach, endlich. Ist da jemand? Oh, Scheiße. Naja, war wohl meine Einbildung. Piu, 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 piu. Hat die mich gerade gesehen? Bestimmt was in der Spüle. So, du gehst wieder in die Küche rein, oder? Du bist der richtige Küchenhengst. Oder auch nicht. Ich will nochmal in die Quartiere nichts gehen, mehr. Ob ich da noch was Lustiges entdecke. Übrigens, jetzt finde ich nicht diese Pellets-Dinger. Wie hießen die nochmal? Pebble. Ich weiß immer noch nicht, was es sein soll. Ach, vielleicht muss ich die irgendwie. Vielleicht brauche ich die irgendwie noch für irgendwas. Ach, scheiß Apfel. Oh ja, Käse. Kevin, bist du's? Heiltrank. Oh, es gibt noch was zu knacken. Wie oft haben wir bis jetzt was geknackt? Ich glaube, das ist das erste Mal, oder? Also, wir haben ja extra Dietrich hier bekommen. Aber, oh, das sieht nach einem schönen, wertvollen Buch aus. Meine Intention ist dabei, warum überhaupt die Dietriche mitnehmen? Warum brauche ich... Achso, das war ja die Toilette. Oh, shit. Okay, die geht weiter. Sehr schön. Wozu Dietriche, wenn es doch sowieso kaum was zu knacken gibt? Noch ein Buch. Oh ja, der Käse. Das ist ein Magier. Okay, was haben wir hier? Altes altertümliche Sachen. Magierzeugs. Geschichtszeugs. Wozu? In der Wache. Ich glaube, wir müssen höher. Ja, da ist es. Es ist wirklich eine Hand. Okay, wir haben, wie gesagt, einen Generator ausgeschaltet. Der Affenboy ist genau über uns. Nein, das ist kein Affenboy. Das ist ein Magier. Einfach nur crazy drauf, kann das sein? Okay, jetzt gehen wir eine Etage höher. Shit! Hat er mich gesehen? Jo, hat er. Warte, ich hab eine Idee. Na schön, Witzbold. Ich find euch noch. Okay, es hat funktioniert. Es war bestimmt nicht. Alles dunkel. Nichts. Verdammt, muss ich hier immer nur rummachen. Muss ich hier immer nur rummachen. Ich weiß nicht, ob ich safe bin. Ah, hier bin ich safe. Puh, okay. Guten alten. Oh, das kann ich nicht nehmen. Glücksmensch. Verschlossene Türen. Okay.
Okay, wir sind anscheinend in Gemächern eines Magiers. Ein Schlüssel. Okay. Was ist das? Captain Aurelius. I mislike that me do not guard the eastern entrance more closely. My dear late nephew. The ruins himself, but even the ghost of its long forgotten builders departed long ago. Könnte sein, dass der Schlüssel vielleicht für die Tür da drüben einfach nur ist. Ich will keine Rotte. Womöglich. Oh, das sieht aber auch aus, als könnte man die Schächte da oben benutzen. Okay, was ist das denn? Shit. Okay, ich muss hier weg. Schlüssel, Schlüssel. Oh nein, der ist nicht dafür. Seht ihr das? Das sind so Art... irgendwelche speziellen Wege da oben. Genau, und jetzt kann man nämlich in diesen einen Raum reingucken. Hier. Wir können jetzt in diesen Raum reingehen, ohne die Tür zu knacken. Okay, jetzt aber hier runterzukommen und Schaden zu nehmen, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Deswegen sei fein. Ich versuche es immer trotzdem zu knacken. Einfach so. Oh, es geht sogar. Was war das für ein Laut? Okay, die sind ja überall hier. Ja, ein paar Bettrollen. Oh, ein Büchlein. Aha, okay. Sollten wir wieder da hochgehen? Wir kommen vielleicht so viel schneller von A nach B. Wir haben einfach die Schächte hier oben benutzt. So kommen wir, glaube ich, in jeden dieser Räume. Ohne... Oh Gott! Oh mein Gott! Hab ich mich jetzt erschreckt. Da ist einfach eine Leiche drin gewesen. Das ist heftig. Da schläft jemand. Ich glaube, da wird keiner einfach reingehen. Oh Gott! Oh mein Gott, aber ich muss sagen, also sowas, das sowas erwischt mich echt kalt, so wirklich. So hat mich echt eiskalt erwischt. Dadurch, dass er keine Schlafgeräusche macht, ist gerade ganz schwer zu sagen. Was ist das denn? Jack Beck's Key. Okay, wahrscheinlich hat jeder dieser Magier einen eigenen Schlüssel. Abgeschlossen. Vielleicht für sein Zimmer selber? Ah, okay, dann brauche ich nicht. Hoffe ich. Okay. Was ist denn das bloß? Ah!
Wie heißt der? Gaunti. War nur Killefeld. Noch ein Heiltrank. Ich könnte ihn hier drinnen einsperren. Schluss mit Klamüsern. Okay, was zaubert der? Kann er nicht rein? Kann er nicht rein? Was zaubert er? Oh. Achso, so einer ist das. Jetzt war ich halt neugierig. Der kommt nicht in den Raum. Also ich habe das Gefühl, dass der nicht mehr in den Raum. Obwohl, er war doch kurz in dem Raum drin, war. Aber ich kann ihn dort einsperren, dann ist der mir nämlich schon mal weg. Das heißt, wir schnappen uns den Key, machen das Ding auf. Holen uns das da. Die Maske. Und müssen uns hier irgendwo verstecken. So. So, und dann kann ich sozusagen... War wohl meine Einbildung. Oh, oh, warum sieht die mich nicht? Wo ist der Key? Wo ist der Key? Wo ist der Key? Ja. Okay, dann brauche ich den Key nämlich nicht mehr. Der hoffentlich ist da drinnen fest. Kommt nicht mehr raus. Das ist der nächste Generator. Ist das die Treppe? Es ist die Treppe. Die Wache. Ihr da, tretet hervor. Ist das der Magier? Der will rausgekommen? Cheater! Okay, das ist natürlich doof. Das ist etwas, was ich übrigens immer noch nicht mag. Wenn, ich glaube, sonst war hier nichts mehr. Aber hier war nur noch die Leiche. Genau. Wenn Leute einfach ohne Schlüssel einfach in ihre Räume rein und raus können. Finde ich ein bisschen fies. So. Ach, hier geht's nicht weiter. Schade. Okay, dann gehen wir wieder zum Anfang zurück und suchen die nächsten zwei Generatoren. Ich dachte mal, es wäre noch ein bisschen größer und komplexer, mal an die Hand zu kommen. Aber wie gesagt, wir sind noch lange nicht durch. Ich weiß immer noch nicht, wofür diese Teile sind, die ich gefunden habe. So. Oh, wo bin ich denn hier? Oh, Bogenschütze. Ist da jemand? Warte mal, ich kann doch das Ding einfach... Was ist da? Schnell das Licht aus. Wir sind auf jeden Fall auf der zweiten Ebene jetzt. Also, immer noch. Wir sind ja erst hier hochgekommen. Aber es gibt anscheinend noch eine dritte Ebene. Ja, wir können mal kurz ein Update machen. Ah, wir sehen es von hier unten aus nicht. Ich hätte gerne gewusst, wie viele... ob wirklich der Strahl auch wirklich ausbleibt. Weil fies wäre, wenn man das noch mehr in einem Zeitraffer machen muss. Warte mal, aber dann brauche ich ja den hier eigentlich nicht mehr, weil... Oh, wo ist meine Nachricht? Hier. Brauche ich die nicht unbedingt. Hey, sehe ich da was? Nein.
Oh mein Gott. Scheint hier eine Art... hier scheinen sie zu studieren. Noch ein Treppenhaus nach oben. Jetzt vielleicht langsam keine andere Wahl. So viele Möglichkeiten habe ich nicht mehr. Der geht nach unten. Ne, da stellt sich hin. Okay, das war jetzt eigentlich der perfekte Moment. Den anderen sehe ich jetzt gerade nicht. Jo, Augen nicht so gut. Augen nicht so gut. Dann solltest du dir eine Brille aufsetzen. Der nächste. Oh Gott, was machen die hier? Nekromantie? Es bleibt ja nur noch einer übrig. Wo ist der? Da ist der andere. Okay, damit habe ich alle Generatoren und kann mir die Hand holen. Das ist echt schön gemacht hier. Okay, noch ein bisschen Loot. Bevor wir jetzt langsam gehen. Unten sind auf jeden Fall noch zwei Kerzenständer. Die möchte ich auch gerne mitnehmen. Oh, das war auch wieder perfektes Timing. Als würde ich nie was anderes machen. Das Sieg ist nichts wert. Shit. Nichts und niemand. Oh mein Gott. So, hier ist der Bogenschütze auf der Seite. Ist der irgendwie kaputt? Na, guck mal, der läuft nur mehr hin und her, aber. Der patrouilliert nicht so richtig den Gang. Oh Gott. Oh shit. Ach, hier sind wir jetzt. So, jetzt müssen wir noch eins tiefer gehen. Nee, warte mal, wir waren auf dieser Ebene hier nur. Hey, wer da? Ich höre nichts Besonderes mehr. War wohl nichts. Okay. Bleibt die immer hier oben stehen, die Wache? Null Mensch, weg. Okay. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Na toll. Wie komme ich denn an den Typen jetzt vorbei? Alle weg, nichts mehr. Ah, jetzt drehst du dich um, du Sack. Was ist das? Wer da? Das war das letzte Mal, dass ich wegen einer Ratte springe. Sie geht jetzt einfach runter, oder was? Der Typ, der steht die ganze Zeit da. Alles ruhig. Bahn vor. Oh. Da war zu viel Kribbelwasser. Okay, okay. Jetzt kommt der Wald in Einsatz. Denn jetzt muss ich hier runter. Wer da? Wer macht da solchen Lärm? Wow. Scheiße. Ein Menschenfreier. Ich hab jemanden gefunden. Aber mit.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel Lärm macht. Warte mal, wenn ich das hier vor oben zünde. Scheiße, was will der von mir? Lass mich in Ruhe. Okay. Wir haben das Ziel erfüllt und wir sind jetzt in den Ruinen. Okay. War, ich glaube, mit Moosteil besser wäre es besser gewesen. So, okay. Jetzt müssen wir uns hier erstmal umsehen. Okay, verschlossen. Kann ich damit diese... Dafür sind die da, der Schlüssel da gewesen. Da, das ist das, was er versiegelt hat. Das kommen wir quasi wieder rein. Das wäre der normale Weg, nochmal hinzugehen. Aber es ist cool, man hat einen Secret Way und man hat eine normale Passage. Oh, ich komme hier nicht rein. Oder? Wisst ihr, irgendwie ist das hier mir alles ein bisschen zu ruhig. Keine Untoten, keine Leichen, einfach nur Ruine. Ich habe mich jetzt auch nicht so krass belesen, was mit den Ruinen auf sich hat. Es gibt ja meistens viele Gründe, warum eine Ruine wurde. Die Leute haben es verlassen. Sie wurden durch irgendwas vertrieben. Sie mussten diesen Ort aufgeben, weil es hier irgendwie keine Nahrungsmittel gab oder keine Ahnung. Da würde ich gerne hoch, aber ich traue mich nicht ran, ne. Einfach eine riesige Ruine hier. Hier ist irgendwie nichts. Jetzt mal nach so langer Zeit des Rumsuchens und sehr viel Gegner ausweichen, ist das hier wirklich so seltsam. Es bricht einfach komplett alles. Es sieht eher aus wie so ein... Weiß nicht. Als hätte man hier vergessen, Sachen zu integrieren. Okay. Hier scheint's... Oh, hier geht's in den Ruinen hinein. Ich mach mal ein Hard Save. Und wir gehen mal rein. Das ist mir nicht geheuer. Hier könnte ich nach oben gehen. Ist hier sehr viel Ausweichfläche, egal was mich hier erwartet. Fühlt sich wie das Ende an, ja, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht, aber
vertraue den ganzen einfach nicht. Das war's. Eine Kanalisation? Was, das war's? Okay, jetzt habe ich aber einige Fragen. Wozu waren jetzt diese komischen Dinger da, die man verwenden konnte? So, jetzt bin ich mal gespannt, was die Statistik sagt. Wow, es gab 5120 Loot. Wir haben alles gestohlen, was möglich war. Gut, entdeckte Körper, das ist, ja, nicht mein Naja, eigentlich doch irgendwie. Teilweise, ich weiß nicht, wo die verdeckten Körper waren, ob das jetzt die Gefangenen waren, die geflohen sind, oder ob es dann schon am Anfang war. Weil der Anfang wurde ja schon ein Körper entdeckt. Ja. Wow, krasse Mission. Also, das Ende war jetzt ein bisschen, weiß ich nicht, irgendwie Quatsch. Diese Ruinen. Also, es war keine Gefahr da, sondern man flieht dann einfach nur, nachdem man gegangen ist. Und es hätte, glaube ich, komplett gereicht, wenn man den Ort so gelassen hätte, wie er ist. Und dann einfach, wenn man diesen Ort betritt, sofort Ende ist. Jetzt hatte das irgendwie alles so ein bisschen aufgebaut, sogar noch Pfeile bekommen. Ich habe auch keine Ahnung, was. Gab es irgendwas noch in den Ruinen? Also, das würde ich jetzt gerne wissen, ob es da irgendwas noch gibt. Aber ich habe mich ja nicht sehr gut umgesehen. Ich habe jetzt eigentlich nichts gesehen, was irgendwie das rechtfertigt. Also. Die Sache ist nur, man kann die Ruinen ja weiter erkunden, wenn man die Hand nicht hat. Ich kann aber leider. Ich habe leider nur kein Save vor der Hand, sonst könnte man das testen. Ich werde das auf jeden Fall privat mal gucken, ob in den Ruinen noch irgendwas zu finden ist. Ob da man da irgendwas noch machen kann, das wäre auf jeden Fall interessant. Aber ich werde jetzt erstmal mal so meinen ersten Eindruck schildern zu dieser Mission. Also spielerisch sehr viel Chancen gegeben, es wurden sehr viele Chancen gegeben. Also man hat wirklich viele Wege, es fühlt sich irgendwie linear, aber dann doch nicht an, weil man hat auch immer die Chance zurückzugehen. Das ist definitiv ein großer Pluspunkt. Dann die Items, die eingebaut wurden. Wie gesagt, ja, auf jeden Schwierigkeitsgrad kann man Gegner ausschalten auf viele erdenkliche Weisen. Das hat einen gewissen Nutzen. Wie kann ich das am besten erklären? Also, es macht am meisten Spaß auf jeden Fall, dadurch die Sachen auszuprobieren und man nicht sich irgendwie zügeln müsste. Aber man kann es aber auch so spielen wie ich, dass man einfach durchghostet. Ich fand die Sachen natürlich nicht immer passend. Also gut, es sind wirklich, fühlen sich fast wie Fun-Items an. Gerade jetzt, wo ich gesehen habe, Moospfeile wären definitiv bessere Wahl gewesen, als das ganze Ding mit Pflanzen zu benetzen. Vielleicht hat es noch einen zusätzlichen Effekt gehabt. Vielleicht hätte man damit auch Wachen eliminieren können, ich weiß es nicht. Und das ist so der Zusatzeffekt gewesen, dass man die quasi in Moos erstickt. Weiß ich nicht. Ja. Spielerisch definitiv ganz gut. Optisch war es auch für Thief 1 Verhältnisse, muss man dazu sagen. Ja, es gibt natürlich auch sowas wie Dirty Money. Da sieht es grafisch definitiv ziemlich geil aus. Aber hier hat man einfach das genommen, was Thief 1 hergibt. Und ich fand, das war alles sehr, sehr schön gemacht. Ein bisschen hat es mich an Ravenreach erinnert, plus nicht schwarz-weiß. Aber so von der Bauweise auch, so groß, majestätisch alles und viele Wege und Gebäudeöffnungen und wirklich sehr schön und sehr anspruchsvoll. So, jetzt zu der Story. Die Story hingegen war jetzt eigentlich nicht sehr im Vordergrund. Also, wenn ich jetzt daran denke, okay, wir wurden gefahndet und wir haben jetzt einfach nur vorgehabt, die Hand vor diesen Lord zu stehlen, den wir nicht mal selber gesehen haben. Das wäre schon schön gewesen, wenn man den vielleicht hätte noch entdecken können. So als quasi große Gefahr im Gebäude. Aber weiß nicht, ob man ihn treffen kann. Ich habe ihn jetzt jedenfalls mit meinem Playthrough nicht getroffen. Es gab natürlich einige Geschichten über dieses Item. Habe ich mich aber jetzt leider nicht so richtig dahinter gehangen und so im Vordergrund stand sie jetzt auf jeden Fall nicht und es hat auch nicht geschadet.
es hat definitiv geschadet. Ich fand die Mission auf jeden Fall, es hat sehr gut, also sie war sehr gut gebaut. Aber nicht, kommt noch nicht so an, sag ich mal, Nickets andere Werke ran, die er sonst gemacht hat. Was nicht unbedingt schlecht ist, aber es war mal wieder was anderes, eine andere Farbe. Naja, gut, das war, ich habe jetzt genug gelabert für den Part, denke ich mal. Das war Scholar's Hand. Ich verabschiede mich von euch und wir sehen uns in der nächsten Seafan-Spiel. Macht's gut. Tschüss.